Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark im Überlebensmodus. In der letzten Folge sind wir vom Wolfsberg hier hinuntergestiegen, haben doch noch eine Menge Altlast von uns mit uns rumgeschleppt. Diese versuchen wir jetzt letzten Endes erfolgreich auch mal zum der Küstenstraße zu schleppen. Problem ist, nicht vergessen, vor der Bärenhöhle schön zu zeichnen. Nee, also vor der Bärenhöhle nicht unbedingt, aber schon so auf den Rückweg. Ja, es ist halt gefährlich, ne? Also wir gehen jetzt wieder den Weg nach links entlang Richtung Küstenstraße, aber das ist auch dieser Weg, der von einem Bären mehr oder weniger patrouilliert wird. Und da ist halt die Gefahr sehr hoch, dass der Bär uns natürlich erwischt. Das heißt, das Zeichnen ist immer ein Risiko. Dürfen wir auch nicht vergessen. Denn in der Zeit, wo wir zeichnen, kann der Bär ja auch wieder ein paar Meter gut gemacht haben, ne? Ist dann alles schön und gut, wenn du den Bär gerade nicht siehst, aber 5 Minuten später dir in den Hintern beißt. Weil das Zeichnen im Spiel dauert immer 10 Minuten, glaube ich, oder 5 bis 10 Minuten. Und 5 bis 10 Minuten macht der Bär im Spiel ja auch seine Bewegungen. Das ist dann schon kritisch. So, jetzt sind wir gleich bei diesem Pickup hier. Warte, wo sind wir? Da, hier ist Ort des Zwiespalts. Haben wir denn eigentlich auch dazwischen schon? Ja, wir sind jetzt hier. Das brauche ich jetzt nicht einzeichnen. Aber dahinter. Ab da an quasi der Straße entlang andauernd müssen wir nach gefühlt so, sage ich mal, 50 Metern immer etwas einzeichnen. Hier ist der Ort des Zwiespalts. Ja, anstatt Gewicht zu verlieren, nehme ich immer mehr mit. Nee. Nee, das ist mir zu viel. Hier ist die Straße. Da hinten bei der kaputten Hütte können wir eigentlich schon anfangen einzuzeichnen. Dann beginnt unsere wilde Zeichnen, Jagd und ja, auch Heimweg gleichzeitig. Und vor allem auch Gefahrenminimierung, hoffentlich durch den Bären. Wölfe, sag ich mal, da die machen Schaden, das ist jetzt auch nicht gerade der Bringer. Das muss jetzt auch nicht sein, wenn mich ein Wolf attackiert, aber ein Bär ist natürlich dann eine ganz andere Nummer. Ich weiß halt immer noch nicht, wenn ich eine Seenotfackel zünde, haut der Bär dann ab oder nicht? So, das ist die erste Markierung. Hinter der Brücke können wir die nächste Markierung setzen. Es sei denn, die Brücke ist schon Place to be, dann werden wir die natürlich dann auch einzeichnen. Müdigkeit lässt schon sehr zu wünschen übrig, aber wir sind auch relativ überladen. Vielleicht nehme ich doch mal lieber das Gewehr in die Hand. Man weiß ja nie. Gegen den Bären hilft nur die Leuchtpistole, sonst hat er von nix Angst. Ja, das ist sehr ermutigend. Wenn wir mal hier. Ah, komm schon. Wenn wir mal hier jetzt auf den Hubbel das nächste markieren. Ab hier. Zack. Schon mal was essen, was trinken, so minimieren wir unser Gewicht auch ein bisschen. Essen ist jetzt eh weg, aber trinken hilft uns ja auch ein bisschen vom Gewicht zu reduzieren. War die Brücke vielleicht ab hier.
erst hinten ab der Kurve. Aus dem Gemeindehaus hattest du so ziemlich alles mitgenommen. Ja. Ist das da schon die Bärenhöhle, Freunde? Wieder? Gehen wir lieber weiter. Kannst du ja schauen, ob da Überreste sind. Nein, danke. Es ist mal wieder so, wir müssen hören, ob ein Bär in der Nähe ist. Und was macht The Long Dark? Es haut erstmal überdimensional laut diese Musik raus. Wo man nicht hören kann, ob da jetzt ein fucking Bär kommt oder nicht. Wir können ja mal im Gemeindehaus nochmal nachschauen. Ich glaube, hier muss ich jetzt mal wieder kartografieren. Dann gut ein paar Meter machen, bevor wir zum nächsten Strich auf unserer Karte ansetzen. Wolfsgeheule. Mir keine Bedenken macht, aber diese ganze Region quasi jetzt hier bis hin zu der Kurve, wo es halt zum Bergwerk geht, ist halt so mehr oder weniger so langsam diese Bären-Area, wo man aufpassen muss. Hier ist nämlich auch, ich glaube, hier läuft er nämlich auch sehr oft lang, hier da hinten bei diesen Hütten. Zerstörten Hütten. Da hatte ich ihn auch schon mal gesehen. Warte mal, habe ich ihn da gerade gesehen? Nein, das ist ein Wolf. Ich habe ihn nicht getroffen. Schade. Weiter geht's. So, nochmal ganz kurz innehalten. Wir haben jetzt hier markiert, hier sind die zerfallenen Hütten. Hinter den zerstörten Hütten werden wir in der Kurve quasi das nächste Mal aufdecken. Junge, du nervst. Müsste ich eigentlich auch aufdecken, ne? Ach ne, die habe ich jetzt quasi mit aufgedeckt als Kartenmarkierung. Okay. Also vom Namen her. Die auf der Karte gesehen haben, gut und schön, aber der Name stand, glaube ich, vorher nicht drauf. Sind jetzt circa hier. Dann markiere ich das jetzt nochmal. Ja, ich glaube, der hängt da oben fest. Der ist da oben verbuggt, der Wolf.
So, Freunde, ich glaube, den gefährlichsten Teil haben wir jetzt dann gleich hinter uns. Weil wenn wir jetzt noch, sag ich mal, bis zum Baum da hinten gehen und da wieder kartografieren, sind wir, glaube ich, aus dieser gefährlichen Area weg. Bis hier vorne und dann werden wir das nächste Mal markieren. Sehr gut. Ich denke, den wichtigsten und gefährlichsten Teil haben wir jetzt hinter uns gelassen. Natürlich wäre das alles einfacher, wenn ich sagen würde, ja komm, dann haust den Bären halt um. Einfacher wäre das, aber auch wiederum nicht. Weil dann müsste man ja ihn erstmal töten. Die Erschöpfung haut langsam rein, aber es sollte noch gehen. Machen wir das hier noch mal rein. Zack, da haben wir das Auto aufgedeckt. Da ist ja nicht mehr weit, dann sind wir schon mal im Gemeindezentrum. Da hinten ist aber auch wirklich, glaube ich, ein Ort, der einen Namen hat. Genau, David schreibt es auch gerade. Am Ende der Straße müsste eigentlich ein benannter Ort sein. Können wir gerne mal nachschauen. Naja, das nehmen wir nicht mit. Hatten wir auch schon mal gelootet. Aber auch damals brauchte ich das Stoff. Ein paar Stofffetzen nicht. Aber der Tag ist eigentlich noch ganz gut. Vielleicht werden wir dann nur, weiß ich nicht, 2 Stunden schlafen wegen der Erschöpfung oder so. Aber von dem, sag ich mal, von der Tageszeit her sind wir eigentlich gut vorangekommen, dafür, dass wir kartografiert haben. Ja, es war jetzt nur eine gerade Strecke, aber immer wieder halten, kartografieren, halten, kartografieren. Zack, Ende der Straße haben wir dann jetzt auch kartografiert und müsste dann auch mit im System sein. Gucken wir eben nach. Untersuchte Orte. Idyllisches Tal. Ende der Straße, ja. Gut. Ah, die eine Hülse habe ich vergessen aufzunehmen, glaube ich. Geil. So, jetzt können wir mit den Revolver vorlieb nehmen, denn jetzt dürfte kein Bär mehr kommen. Sollten wir eigentlich nur noch mit Wölfen rechnen. Können dann mal ganz kurz schauen. Hier ums Eck, dann können wir ruhig noch diesmal 100 Meter weitergehen, quasi. Da ist ja so mehr oder weniger. Also wellenförmig geht die Straße mehr oder weniger lang. So also eine komische Wölbung, da müssen wir dann erst wieder kartografieren. Werden wir sehen. Links kommt gleich noch eine Höhle. Hier links dann irgendwo.
So, ich vermute mal nicht da, sondern noch ein Stück weiter links. Können wir auch mal vorbeischauen. Vielleicht machen wir auch da Rast oder beim Gemeindezentrum selbst, denn die Ausdauer kickt gerade ganz gut rein, tatsächlich. Von der Müdigkeit her. Sind beim letzten Drittel angekommen. Hier werden wir jetzt gleich mal kartografieren. Da vorne ist auch bestimmt die Höhle. Ja, das hätten wir. Und bei der Höhle da hinten ist auch eine Leiche und da können wir bei der Höhle auch nochmal kartografieren. Ja, wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen Gewicht verloren durch das ganze Kartografieren, das Trinken und so weiter auch. Aber ja, wir waren halt trotzdem die ganze Zeit sehr überladen und dadurch ist die Ausdauer sehr nach unten gegangen. So oft sind wir ja nicht mal sehr viel gesprintet, aber es ist halt einfach, weil wir so überladen sind mit knapp 10 Kilo mehr, als wir eigentlich tragen sollten. Macht das halt schon was aus. So, stellen wir uns hier hin und dann kartografieren wir das hier. Zack. Ja gut, viel haben wir jetzt nicht aufgedeckt, aber die Höhle ist jetzt mit drin. War hier eine Feuerstelle, wo eventuell noch Holzkohle bei ist? Nein. Sieht so aus. Hier waren wir auch schon. Nur auf der Karte haben wir das noch nicht markiert gehabt. Ich trinke noch mal einen Schluck, um ein bisschen Gewicht zu verlieren. Ah, die Müdigkeit haut langsam wirklich sehr stark rein. Federn wiegen zum Glück nicht so viel. Die machen also nicht den Unterschied aus. Noch ein gutes Stück weiter nach links, um das nächste zu kartografieren. Hier haben wir ja gerade eben gemacht. Das heißt, da hinten bei diesem Strommaster werden wir nochmal kartografieren. Dann sollte das eigentlich das ganze Verbindungsstück aufgedeckt sein. Endlich mal. Dank, Kevin. Dankeschön. So. Gleich haben wir es geschafft und dann können wir uns da den nächsten Abschnitt kartografieren. Ja, es ist zwar mühselig, muss man halt sagen. Es ist was anderes als jetzt das Ganze mit dem mit der Ascheschlucht. Aber ja, es ist halt auch etwas, was dazugehört irgendwie. Wenn man es halt intensiv spielt oder ausführlich versucht zu machen, ist das natürlich dann auf lange Sicht dann etwas mühselig, das anzuschauen. Aber ich sage halt, wir machen das jetzt nur auf den, sage ich mal, Heimweg. Hier bei der Kreuzung können wir das nächste Mal kartografieren. Intensiv und explizit werden wir das nochmal am Ende irgendwann mal machen. Wer dann Lust hat, kann dann gerne sich das anschauen. Wenn nicht, aber man ist ja bei Salon Dark auch immer so, selbst das Kartografieren kann ja ein Abenteuer sein. Weil du, ich sag zwar, ich nehme Kohle mit, ich gehe kartografieren, aber du weißt ja nicht, was passiert. Du kannst ja trotzdem von einem Wolf angefallen werden oder von zwei. Es kann Schneesturm kommen, du kannst von einem Bären angefallen werden. Das kann ja alles passieren, das kannst du ja gar nicht mal beeinflussen. Du kannst zwar sagen, gut, ich gehe jetzt dahin und mach das, aber was auf dem Weg dahin passiert, das liegt ja nicht in deiner Hand.
Das kennen wir ja aus der Long Dark. Alles kann passieren. Nichts ist unmöglich. Na, guck mal, wer da hinten herumstinkt. Ein Wolf. Sind wir natürlich sehr mit der Ausdauer geprägt. Das heißt, wir müssen ihn auf jeden Fall wegballern. Einmal habe ich ihn auf jeden Fall erwischt. Das zweite Mal glaube ich nicht. Denke, hoffe, meine. Der hat jetzt erstmal die Schnauze voll. Da hinten geistert er umher. Hier ist jetzt gleich die besagte Kreuzung, die wir einmal markieren wollen. Dann sind wir gleich auch beim Gemeindezentrum. Eigentlich müssten wir das ja hier markieren, ne? Hier. Ja, keine Kreuzung, sondern es geht ja jetzt quasi direkt über zum Gemeindezentrum und Co. Naja, es fehlt jetzt irgendwie da vorne, dieser Abschnitt. Ist jetzt egal. Man sieht ja, was gemeint ist, wo der Weg jetzt ist. Ja, hier wäre das ja, stimmt, hier geht das ja hoch zum verlassenen Bergwerk. Jetzt gehen wir dann nochmal eben zum Gemeindezentrum, da wir sowieso davor stehen. Und müssen sowieso uns da ausruhen. Wäre jetzt doch praktisch gewesen, hätte ich den Wolf erschossen wegen Essen. Das wäre wegen dem Essen jetzt echt nicht verkehrt gewesen, den Wolf zu erschießen, ne? Also, dass er komplett tot ist. Haben wir die Brücke eingezeichnet? Ja, die haben wir eingezeichnet. Die Thompson-Wegekreuzbrücke. Wir sind total erschöpft. Wir schleppen uns zum Gemeindezentrum. Da vorne ist es auch schon. Da sind wir zwar immer noch nicht angekommen bei unserer Heimat, aber wir haben schon mal gut viele Meter hinter uns gelassen. Und vor allem nicht nur viele Meter hinter uns gelassen, sondern auch viele Meter gründlich entdeckt. Ich glaube, auch der Wasserfall da hinten hat auch einen speziellen Namen. Das ist bei den Wasserfällen ja meistens so. Da könnten wir dann auch mal vorbeischauen. Ich glaube, ich werde dann hiernach doch noch eine Folge machen. Eigentlich wollte ich nur vier Folgen aufnehmen, aber das ist ja jetzt irgendwie nichts Ganzes, nichts Halbes hier. Eine Folge machen wir dann noch. Und dann werden wir das dann auch nochmal untersuchen. Aber erstmal schleppen wir uns hier rein. Der Wolf ist hier lang geblutet. Man sieht seine Blutspuren. Ah, schade, also mit dem Essen wird es dann doch langsam sehr knapp. So, Gemeindezentrum, hier sind wir also wieder. Das ist alles leer, das ist alles Müll. Birkenrinde, Holzkohle. Ah, guck mal, sieh mal an, Holzkohle. Das ist ja hervorragend, neunmal. Das, wie gesagt, Vergangenheits Extreme hat ein bisschen schlampig in der Hinsicht gearbeitet. Das war Vergangenheits Extreme, egal ob wir was kartografieren oder nicht. Jetzt denke ich da ein bisschen weiser drüber und denke mir so, ja, doch, kartografieren ist schon nicht schlecht. Die wichtigsten Orte auch mal alle abgedeckt zu haben. Kaputt. Komm, Ordnung muss sein. Das kaputte Fleisch kommt hier rein. Zack, weg ist es. Ist nichts gut. Dann werde ich sagen, oder würde ich sagen, wir werden jetzt uns hier ein bisschen ausruhen. Das mache ich jetzt mal so zwischen den Folgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bin raus und sage, wir sehen uns morgen wieder mit einer neuen Folge von The Long Dark im Überlebensmodus. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch gern ein Abo. Ich bin raus, sag bis dahin, tschüss.